Hallo, mein Name ist Harald Scherer. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesen steuerlichen News. Es geht um das Bürokratieentlastungsgesetz 2. Es gab bereits ein Bürokratieentlastungsgesetz 1. Das war auch keine Bürokratieentlastung. Genauso wie dieses auch keine Bürokratieentlastung ist. Aber es hat ein paar praktische Regelungen, die sehr, sehr wichtig sind, die eine große praktische Bedeutung haben, die euch schon entlasten. Nur freut euch nicht zu früh. Es ist nicht wirklich so, dass das Steuerrecht einfacher wird oder dass ihr wirklich entlastet wird. Aber diese paar Änderungen bringen schon eine Entlastung, das muss man sagen. Es geht einmal unter anderem darum, dass sich die Grenze für die Kleinbetragsregelung geändert haben. Es geht darum, dass sich die Grenze bis zu der man Lohnsteueranmeldung per Quartal senden kann, erhöht hat. Und es geht insbesondere darum, dass man die GWG-Grenze verschoben hat und dass man mehr gegen Aufwand, also mehr sofort Aufwand verbuchen kann, ohne es als GWG behandeln zu müssen, etc. Es sind so ein paar doch sehr praktisch relevante Änderungen, die möchte ich euch hier in diesem Video vorstellen. Das Bürokratieentlastungsgesetz 2. Es gab bereits das Bürokratieabbaugesetz 1 und immer dann, wenn es heißt Bürokratieabbaugesetze und so weiter, dann zucken so Steuerberater, meine Kollegen und ich in der Regel so ein bisschen zusammen, weil in der Vergangenheit war es immer so, dass die Dinge dann komplizierter wurden. Die wurden nicht einfacher, sondern die wurden höchstens komplizierter. Seit ich das verfolgen kann, seit meiner Studienzeit, seit meiner praktischen Zeit, seit meiner Fortbildung zum Steuerberater und seit ich Steuerberater bin und seit ich selbstständiger Steuerberater bin, wurden die Dinge kontinuierlich komplizierter. Die wurden eigentlich nie einfacher. Und in diesem Fall ist es wirklich mal so, dass Dinge einfacher werden. Und die stelle ich natürlich auch in diesem Video vor. Aber freut euch nicht zu früh, denn die Regelungen sind eigentlich das Gesetz nicht wert. Das heißt, das, was da jetzt so präsentiert wird, ist aus meiner Sicht mehr eine Nebelkerze. Ja, also wenn man sich die Gesetze mal anguckt, das sind die Steuergesetze hier, dann haben wir noch ergänzende Vorschriften, das sind die Vorschriften der Finanzverwaltung, das sind jetzt keine Gesetze, aber Richtlinien, das sind die Richtlinien, danach arbeiten die Finanzverwaltung. Das heißt, damit die Gesetze bundeseinheitlich ausgelegt werden, egal ob man nach Hamburg oder nach Düsseldorf oder wo auch immer zum Finanzamt geht, soll man natürlich die Gesetze selbst einheitlich ausgelegt bekommen. Jeder Steuerpflichtige soll einheitlich und gleich behandelt werden und so weiter. Die Steuern sollen ausgewogen und unter Beachtung der Steuergerechtigkeit und so erhoben werden. Und deswegen haben die Finanzverwaltung sich Vorschriften erlassen, wie denn die Steuergesetze auszulegen sind. Und dann gibt es noch Erlasse. Ja, da gibt es noch einen dritten Band, das sind die sogenannten Steuererlasse. Da sind nochmal eine ganze Reihe von Urteilen und so weiter verarbeitet zu den einzelnen Steuergesetzen, zu den einzelnen Steuervorschriften. Das sind auch Vorschriften der Finanzverwaltung, auch für uns nicht bindend, genauso wie die Richtlinie nicht. Für uns sind nur in Anführungszeichen bindend die Steuergesetze. Jetzt haben wir dieses Gesetz und es werden 4, 5 Vorschriften etwas geändert, etwas erleichtert. Also wer wirklich meint, da wird sich jetzt was ändern, die Struktur würde sich ändern, insgesamt würde es einfacher werden oder so weiter, das ist nicht der Fall. Also freue dich jetzt nicht zu früh, nicht, dass man meint, das Steuerrecht wird einfach. Aber es gibt ein paar Regelungen und die machen die Sache in der Tat ein bisschen leichter. Vor allen Dingen haben die eine große praktische Bedeutung und die möchte ich hier in diesem Video vorstellen, damit ihr die eben auch kennt. Es geht unter anderem darum, dass die Grenze für die Kleinbetragsregelung angehoben wurde, dass die Grenze, bis zu der man quartalsmäßig die Lohnsteuervoranmeldung abgeben kann, angehoben wurde. Es gibt im Bereich der Ertragssteuern Erleichterungen, bis wann man ein geringwertiges Wirtschaftsgut abschreiben kann, bis wann man direkt als Aufwand verbuchen kann und gar nicht erst in den Bereich der GWGs kommt und so weiter. Das stelle ich euch hier in diesem Video vor, aber wie gesagt, es ist nicht wirklich eine große Entlastung oder qua eine Entlastung von Bürokratie oder so weiter, aber die wichtigen Regelungen hier in diesem Video. Kommen wir erstmal zu den Änderungen im Umsatzsteuergesetz.
Also ich komme jetzt deswegen ins Schmunzeln, weil ich jetzt sage, Bürokratieentlastungsgesetz, ja, Bürokratieentlastungsgesetz, und mir fallen gerade die tausend Vorschriften in den Sinn, die dem Untersteuergesetz gibt. Ja, in der Untersteuersystemrichtlinie der EU und dem Untersteuergesetz, wie kompliziert das alles ist. Und jetzt ist eine kleine Regelung geändert worden, eine kleine aus dem gesamten Chaos hier, aus dem gesamten Gesetz. Ja, eine kleine Regelung ist da geändert worden im Umsatzsteuergesetz und jetzt ist es ein Bürokratieentlastungsgesetz. So, kommen wir mal zum Bürokratieentlastungsgesetz. Es gibt bis jetzt schon eine Regelung, die ein bisschen bürgernäher ist. Das ist die sogenannte Erleichterungsregelung für Kleinbetragsregelungen. Kleinbetragsrechnung sind die Rechnungen bis 150 Euro. Die brauchen nicht alle Vorschriften enthalten, nicht alle Angaben enthalten, die eine normale Rechnung enthalten muss, damit sie zum Vorsteuerabzug berechtigt. Das ist 33 Untersteuerdurchführungsverordnung. Eine Verordnung ist sowas ähnliches wie ein Gesetz, ist kein Gesetz, sondern der Gesetzgeber hat einen Rahmen gelassen, in dem die Verwaltung eine Durchführungsverordnung erlassen kann, und das eben hier in dieser Durchführungsverordnung nach dem Umsatzsteuergesetz. Und da ist eine Erleichterungsregelung, Missrechnung von 150 Euro vorgesehen, dass nicht alle Vorschriften zu befolgen sind. Das soll das alltägliche Leben erleichtern. In Wirklichkeit ist es dadurch eigentlich erst durchführbar, dann wird man wirklich alle Regelungen der Rechnungslegung nach dem Umsatzsteuergesetz befolgen, jeden Tag im Alltag, das wäre gar nicht möglich. So. Kommen wir mal dazu, was steht da drin? Da steht drin, dass der leistende Unternehmer, ist eine Mindestvorschrift, was da nur zu erfüllen ist, damit die Rechnung anerkannt wird. Die Angaben sind einmal, dass der leistende Unternehmer mit dem Namen, mit der Anschrift und so weiter erfasst sein muss, dass eben das Ausstellungsdatum erfasst sein muss und die Menge und der Art der gelieferten Gegenstände oder die sonstigen Leistungen oder die Dienstleistungen muss erfasst werden. Und dann gibt es im Bereich der Zahlen eine Erleichterung. Da steht nämlich drin, dass man nicht Netto, Steuersatz und Brutto ausweisen muss, sondern dass man auch Brutto ausweisen kann und nur den Steuersatz hinzufügen kann. Und dass man ansonsten den Betrag in einer Summe ausführen kann. Das heißt, man muss nicht Netto, Steuersatz, Brutto ausführen, sondern eine Summe und dann den Steuersatz. Und diese Regelung, die ist jetzt ausgeweitet worden auf Beträge bis 250 Euro und zwar rückwirkend zum 01.01.2017. Das ist jetzt der Erleichterungsvorschrift für alle, die natürlich sagen, es ist etwas leichter geworden, aber Umsatzsteuergesetz, in der Komplexität des Umsatzsteuergesetzes ändert das natürlich gar nichts, aber merkt euch das, die Erleichterungsregelung greift jetzt bis 250 Euro und nicht mehr bis 150 Euro. Das war das Bürgerentlastungsgesetz 2 im Rahmen des Umsatzsteuergesetzes. Dann gibt es eine kleine Erleichterung bei der Lohnsteuer, bei den Lohnsteueranmeldungen. Was ist eine Anmeldung? Also normalerweise gibt man eine Steuererklärung ab, dann kommt der Steuerbescheid und der Staat rechnet eigentlich aus, der Finanzbeamte rechnet eigentlich aus, wie viel Steuer man zu bezahlen hat. Das ist dann die Zahl am Steuerbescheid. Bei der Anmeldung ist es anders, da meldet man quasi die Steuern an, das heißt, man ermittelt die Bemessungsgrundlage und dann meldet man die Steuern, die man zu zahlen hat, selber an, das heißt, man rechnet selber auch, wie viel Steuern man eigentlich zu zahlen hat. Das ist eine Anmeldung, das gibt es einmal bei der Umsatzsteuervorauszahlung und das gibt es bei der Lohnsteuer. Und bei der Lohnsteuer gibt es jetzt eine Erleichterung, nämlich bis jetzt war so, wer 4.000 Euro Lohnsteuer zu zahlen hat im Jahr, und nicht mehr, der konnte ihn quartalsmäßig anmelden. Und diese Grenze ist jetzt auf 5.000 Euro angehoben werden. Ja, auch eine wahnsinnige Erleichterung im Rahmen des Bürokratieentlastungsgesetzes, in dem diese Grenze von 4.000 Euro auf 5.000 Euro angehoben wird. Das heißt, wenn ihr nicht mehr als 5.000 Euro Lohnsteuer im Jahr abführt, dann könnt ihr die Lohnsteuer quartalsmäßig anmelden und müsst es nicht monatlich tun.